Ton des Fernsehers lauter. Kommen Sie nah an den Monitor ran und genießen Sie. Folgt ein Top-Highlight. Okocha, hier ist er. Okocha, JJ Okocha, immer noch. JJ Okocha, noch ein Dreher, noch einer und drin. Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch einen Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Ballstadion, das haben wir seit Libuda nicht mehr erlebt. Das ist das Beste, was der Fußball bieten kann. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. Liebe Zuschauer, die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich rausschmeißen, ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen. Toll, dieser JJ Okocha, wie er hier Kahn aussteigen lässt. Dann ist es Reich und auch noch Bilic. Dann versucht sich auch noch Lars Schmidt. Was soll's? Drin ist der Ball. Klasse. Mann, oh Mann, ist das eine tolle Szene gewesen. Komnenovic. Uwe Bein hätte es schon alleine schießen können. Schön gesehen. Und da ist er. JJ Okocha. Beckenbauer, Baresi, Kohler, aller Liberi und Manndecker der Welt hätten hier stehen können. Und sie wären allesamt von ihnen ausgetanzt worden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergeht, liebe Zuschauer. Mir zittern die Knie hier noch vor Begeisterung. Das Tor sehe ich jetzt inzwischen schon zum 6., zum 7., zum 8. Mal. Und dann dieser Samba. Das war's, liebe Zuschauer. Tolle Szenen hier im Waldstadion. 3:1 für Frankfurt. Eine geniale Schlussphase.